Willkommen zurück, liebe Freunde, auf Phuket24hours, eurem Urlaubschannel hier aus Thailand. Und ja, heute mal wieder hier im Sun Prime Hotel in Kamala Kamala Beach. Und an meiner Seite der Helmut aus Jena. Das ist in Thüringen. Thüringen, jawohl. Und du machst mit deiner lieben Frau, mit der Ilona, hier Urlaub. Nicht zum ersten Mal. Seit wann seid ihr denn hier und wie oft war das schon hier? Wir sind seit 2011 hier. Also wir sind jetzt durch Corona das 10. Mal hier, aber 2 Jahre eben nicht. Ja. Und uns gefällt es eben besonders gut hier. Richtig Erholung und es ist richtig schön hier. Immer wieder der Sun Prime hier in Kamala, immer wieder Kamala. Immer wieder Kamala, weil es auch für uns ruhig ist und es ist schön. Ja. Ruhig ist das Stichwort, wir haben uns vorhin schon mal ein bisschen vorab unterhalten. Es ist ruhig in Kamala, auf Phuket ist es auch ruhig geworden. Bis vor 14 Tagen war hier noch richtig, ja, man darf es sagen, die Hölle los. Und jetzt ist extrem abgebrochen. Wird euch jetzt keinen Abbruch tun an eurer Stimmung? Wahrscheinlich ist euch das ganz recht, dass ihr auch so ein bisschen runterkommen könnt und eine schöne ruhige Zeit habt. Ja, es ist wirklich schön, wenn man abends durch die Stadt bummelt und die Gaststätten, überall kriegt man Platz. Und die sind alle freundlich und man kann überall sein Bier trinken oder sein Abendbrot essen. Und es ist sehr ruhig, auch beim Einkaufen. Und es ist, wie gesagt, schön. Wann seid ihr das erste Mal zusammen nach Thailand geflogen? 2011. Waren wir im Februar hier. Da waren wir erst noch in Bangkok ein paar Tage. Und sind dann hierher auf Empfehlung. Uns hat das auch jemand erzählt, der vor dem Tsunami hier war. Und hat gesagt, wenn ihr mal was Ruhiges haben wollt. Und ja, für ältere Leute besonders schön. Und gleich am Meer, dieses Hotel. Man geht aus dem Tor raus und ist am Meer. Ja. Was hat sich in der Zeit, in den Jahren, wie gesagt, ihr wart jetzt schon öfter hier, verändert? Ihr seid jetzt wohl erst vor ein paar Tagen gekommen, also, aber ihr seid ja, wie gesagt, Kamala-Experten, sage ich mal. Hat sich was verändert oder ist alles noch so wie früher? Nein, jetzt ist schon, man sieht einige Läden zu, einige Läden sind Gaststätten geworden. Und das hat sich schon verändert, auch einige Baustellen, die nicht weitergebaut wurden, wahrscheinlich durch Corona. Und aber sonst, zum Beispiel wie diesen Hotel, die haben saniert einige Sachen und da hat sich nichts verändert. Die sind genauso freundlich wie früher. Manches Personal ist nicht mehr da, die sind wahrscheinlich nach Hause gemacht. Oder aber sonst, also im Hotelmäßig, hat sich nichts geändert. Die Preise, so hört man, ich bin ja, wie die Zuschauer hier auf Phuket24hours wissen, noch nicht so lange da, extrem nach oben gegangen. Was ist da eure Empfinden? Also extrem nicht. Es sind manche Sachen, die sind ein bisschen erhöht, aber wir haben den Eindruck, dass auch die im Restaurant oder in die Läden, in die Kaufhallen, das ist minimal für uns. Gegenüber 2019 zum Beispiel ist es nicht so gestiegen. Auch die Restaurantpreise vom Essen her, also die sind wirklich moderat gestiegen. Also man kann sich gut leisten gegenüber, wenn man zu Hause ist. Lass uns über die Preise sprechen. Wenn man hier nach Thailand kommt, 3 Wochen zum Beispiel jetzt hier Urlaub macht, mit Flug alles inklusive, hat sich da was verändert? Ja, da hat sich. Die sind doch ziemlich gestiegen. Also sagen wir mal so, wenn man vor 3 Jahren hierher geflogen ist, hat man ca. 3.000 bezahlt für diese 3 Wochen. Für 2 Personen? Für 2 Personen natürlich. Und jetzt 3.600, 3.700 in dieser Richtung. Und auch mit den durchgehenden Fluggesellschaften, also die Direktflüge, die sind sehr teuer geworden. Also, Das ist die Preiserhöhung, aber das, ja, das ist eben so. Wo seid ihr losgeflogen? Was war euer Abflug? In Frankfurt. In Frankfurt und dann über Bangkok? Nee, über Abu Dhabi. Okay. Mit der Etihad. Okay. Und das ist, das ging ganz gut. Das sind 2x5,5 Stunden. Moderate Aufenthalte, also 3 Stunden circa. Und ja, es ist, wenn man älter wird, ist es trotzdem wieder Flugstress. Aber wenn man dann aussteigt oder ist im Hotel, hat seine Koffer aufs Zimmer gepackt und guckt aus dem Fenster, vergisst man schnell was. Das ist, oder geht man ins Meer vor und ja, da
bei 28, 29 Grad hat man schnell vergessen, wo man herkommt. Also von Deutschland aus der Kälte. Uns hat es einen Tag vorher noch geschneit. Also das ist schon, ja, das ist schön. Du sprichst das Alter an und gerade bei mir in der Familie höre ich immer so ein bisschen, oh, jetzt nach Thailand, es ist die heißeste Jahreszeit jetzt hier aktuell, wie du gerade sagst, 29 Grad, so, also ich glaube 32, 33, so ja. Im Prinzip haben wir, das große Problem ist die Luftfeuchtigkeit, extrem hohe Luftfeuchtigkeit, teilweise 100%. Also wie ist es für euch, kommt ihr damit klar? Wir haben von Anfang an haben wir nicht so viele Probleme gehabt. Ich habe Verwandte mitgehabt, mein Schwager und alles, die das wirklich nicht vertragen haben. Die sind dann auch nicht mehr geflogen. Also wir haben wirklich, natürlich haben wir manchen Abend Probleme oder wenn es so schwül ist oder irgendwas. Aber wir haben uns dran gewöhnt und hier und es ist, vielleicht ist es nicht für jeden was, aber die viele Bekannte von uns, die auch jetzt zur Zeit wieder da sind, die sind auch schon, was weiß ich, 10 Jahre hier, die kommen auch immer wieder. Und die vertragen so, manche vertragen es nicht, die man kennt, die kommen eben nicht wieder. Und das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Die Luftfeuchtigkeit ist da und es gibt auch manchmal einen Regenguss und da freuen wir uns sogar. Den haben wir aber jetzt hier seit Wochen nicht mehr gehabt. Ja, vor Weihnachten war ja bei Thomas, da war ja zweimal überschwemmt. Ne? Und wir haben es aber schon erlebt, dass es hier etliche Tage geregnet hat. Und ein paar Stunden, dann haben wir uns immer gefreut. Da sind wir mal rausgerannt. Ne? Das ist, aber sonst abends ist es auch schön, wenn man in die Stadt geht und ja, irgendwo Bummel macht oder ein Bier trinkt oder was isst. Das ist schon. Und wir haben es, wie gesagt, das sind ein paar Tage. Die ersten zwei Tage ist es extrem, wo man sich dran gewöhnen muss. Und dann geht's. Man muss sich eben dementsprechend auch kleiden und oder eben nicht kleiden. Nicht kleiden. Ja. Viel trinken, viel Wasser trinken und ja. Man kann auch, wenn es dunkel ist, auch ein Bier trinken. Also so ist es nicht. Ne? Also was mich interessieren würde, ihr seid jetzt sind mal 3 Wochen hier oder wie lange? 3 Wochen. Ja. 3 Wochen macht ihr. Wie ist es bei euch so von der Verpflegung her? Wie ist es hier im Sunprime Hotel? Denn 3 Wochen nur Thai essen wird er wahrscheinlich auch nicht. Wie ist es hier im Hotel? Gibt es da verschiedene Themen bezüglich des Essens, wo man sagen kann, okay, mal Thai, dann gibt es auch vielleicht mal ein bisschen internationale Küche? Also wenn man hier direkt im Hotel bleibt und Abendbrot isst oder Frühstück ist amerikanisch, also da gibt es alles. Okay. Also von warm bis normal europäisch, also wie Dings und abends ist jeden Abend ein Buffet, also Thai, Barbecue, Italienisch und Dings gibt es jeden Abend anders. Aber wir gehen eben, so 90% gehen wir in die Stadt und wir essen dann Thai, also meine Frau ist 100% fast und ich gehe dann auch mal, was es hier auch gibt, ein Schnitzel essen. Okay. Man kann sich das raussuchen. Das sind wir jetzt wieder beim Thomas, oder? Das sind wir beim Thomas und der hat Buffets. Montag, Schnitzelbuffet. Jawohl, mit Live-Musik und da, manche sagen sich, wenn ich nach Thailand fliege, dann möchte ich nur Thai essen, aber ich brauche auch mal einen Schnitzel, ich esse oder mal einen Schweinsbraten und das. Man kann ja alles machen. Man kann in ein Steakhaus gehen, man kann das gehen und das ist schön. Und man lernt auch viele Leute kennen, gerade wenn man wie wir nicht so perfekt Englisch sind und Zeug, dass man Auskünfte haben will, ein bisschen Ausflug und alles. Und da ist es immer schön, wenn man jemand hat, der ihnen Informationen gibt und sagt, geht dahin oder macht diese Reise, die lohnt sich und das lohnt sich. Oder geht da essen, da gibt es auch mal einen schönen Abend, wir finden das klasse. Und wie gesagt, wenn man dann mehrere Jahre hier ist, gestern Abend waren wir bei Papa eingeladen, da haben die einen Barbecue-Abend gemacht, da haben sie gesagt, alles für die Freunde, umsonst. Und das gibt es eben auch, die freuen sich, die umarmen uns und hier ist dasselbe, auch das Personal, die uns kennen, die begrüßen uns immer wieder und das ist das Schöne. Vielleicht auch interessant, was du gerade ansprichst, für die älteren Zuschauer hier bei uns auf dem Kanal bezüglich Englisch und der Deutschen, die dann hier zum Beispiel auch im Sunprime sind. Sind hier genügend Deutsche, wo man dann sagen kann, okay, da finde ich mich zurecht und habe auch mal ein bisschen, kann einen guten Smalltalk führen? Natürlich, es sind ja nicht nur, wie gesagt, ältere Deutsche, es sind ja auch viele, die Englisch können. Es sind auch junge Leute, die ihnen dann helfen, wenn man mal ein Schreiben übersetzt haben will oder ein Zeug. Also in der Rezeption auch ist jemand da, der immer bereit ist, das zu übersetzen. Oder welchen Auskünfte, wenn man eine Fahrt machen will oder ein Taxi haben will.
Das ist überhaupt kein Problem hier. Und das ist ja das Schöne, das ist ja für uns sehr wichtig. Ja, das ist für uns, dass wir einen Ansprechpartner irgendwo haben. Und das ist auch, wie gesagt, ja, Biko. Und wenn man solche Leute kennt, kann man immer fragen, oder Thomas. Das ist schön, wenn man da irgendwo hingehen kann, wenn man ein Medikament braucht. Das ist genau dasselbe. Muss man ja auch mal irgendwas, wenn man eine Salbe braucht. Und dass man da vorher hingeht und sagt, wo ist die Apotheke, die ist günstig oder wer kann uns beraten, dass man nicht immer gleich ins Krankenhaus rennen muss. Ja. Du bist mit deiner lieben Frau Ilona hier, wie gesagt, die macht 3 Wochen Urlaub. Wie verwöhnst du deine Frau hier so ein bisschen? Ja, wahrscheinlich nicht nur beim Thomas in der Kokosnuss, beim Schnitzelbuffet. Machst mal einen schönen Ausflug und bist mit deiner Frau mal ein bisschen unterwegs und schaut auch mal ein bisschen die Insel Phuket an, oder seid ihr jetzt dann tatsächlich doch mehr hier in Kamalapiti? Wir sind jetzt, da wir sehr viel Ausflüge schon mit Thomas gemacht haben, wir machen immer noch, also wahrscheinlich am 8. macht Thomas wieder Katamaran. Solche Fahrten machen wir noch mit, aber wir fahren auch noch mal zum Einkaufen oder zum Bummeln nach Badong oder nach Bukedown. Also solche Sachen. Sonntagsmarkt, war da schon mal am Nachtmarkt? Nein, waren wir nicht. Da müsst ihr unbedingt hin. Wir haben hier mit Thomas gesprochen, der nimmt uns mit. Und was uns auch sehr freut und was wir so gerne mitmachen, ist so ein Kran. Da haben sie gesagt, da bin ich bloß noch 20 Jahre alt. Ich bin voll im Rennen und solche Sachen machen wir natürlich alles mit hier. Ne? Okay. Also wir sind, wie gesagt, ich gehe auch jeden Tag am Strand lang. Man kann hier immer ein bisschen bummeln, gucken wir das, was neu ist an und unterwegs. Meine Frau geht sehr viel ins Wasser. Ich auch. Und das ist, so verbringen wir den ganzen Tag. Und abends sind wir in der Stadt oder Abendbrot bummeln gucken uns die Läden an. Und genießt eure Zeit. Aber richtig genießen, ja, und früh schlafen und lange. So schaut's aus. Ja. Zu Songkran vielleicht ganz kurz für die, die es nicht kennen. Das ist das thailändische Neujahrsfest. Hier wird sehr, sehr viel, nicht ganz so schlimm hier in Phuket, aber in Thailand sehr, sehr beliebt. Und da wird mit Wasser gespritzt und vollgeschüttet bis zum geht nicht mehr. Große Trucks sind da unterwegs und muss man erlebt haben. Ich habe es letztes Jahr so ein bisschen miterlebt, aber es war so ein bisschen eine abgeschwächte Variante bezüglich Covid. Ist da noch nicht so wirklich viel am Start gewesen. Soll dieses Jahr ein Riesenfest werden. Und was habt ihr da vor? Wo geht ihr da hin? Weil es ja eigentlich hier nur der eine Tag, wo es dann richtig abgeht. Also hier in dem Hotel wird hier auch gefeiert. Also abends eine Veranstaltung. Früh wird hier getanzt, da wird hier Buffet aufgebaut, also im Hotelmäßig. Aber wir gehen mittags immer in die Innenstadt. Anfang gehen wir mit Thomas, mit seinem PKW hinten, Wasserfässer drauf. Und da wird gespritzt. Okay. Auf der Hauptstraße steht auch die Feuerwehr, die spritzt alles voll. Und dann gehen wir bei den Einheimischen in die Restaurants, die haben Wasserfässer davor stehen, und Spritzen und Wassereimer. Und jeder, der vorbeikommt, kriegt der Wassereimer. Und Farbe. Da wird ja noch Farbe reingemacht sieht aus wie Mehl, weißes Pulver. Wir sehen immer aus. Also man muss eine alte Hose anziehen, kein Handy mit haben und keine Schuhe. Und das geht so 1-2 Stunden. Also hier in Kamala. Es gibt natürlich eine größere Feier in Badong. Und Phuketown auch? Ja, das sind mit Elefanten und die spritzen dann die Wassereimer, dann saugen sie an mit Farbe und spritzen die Leute voll. Das ist ein ihr schönstes Fest hier und da ist auch was los. Das sind die Restaurants, da gibt es das Essen umsonst, da können die Leute sich hinsetzen, dann bezahlt die Getränke nur und die sind so freundlich. Man muss da keins raussuchen, man kann sich überall hinsetzen. Man kann auch bei jedem 7-Eleven wird gespritzt, die Verkäufer kommen raus und lassen keinen vorbei, außer wenn ältere Leute mit Mobil kommen oder Behinderte, die so machen, die werden natürlich nicht nass gespritzt. Da sind die sehr rücksichtsvoll hier. Ja, das gehört ja auch nicht. Ja, ne? Genau. Ganz das klar. Und das ist schön. Also wir waren nicht immer bis zu dieser Zeit da, aber wo wir es erlebt haben, ist es wunderbar. Und jetzt fahren wir extra so, dass wir es erleben. Dass er so einen Kram mit dabei hat. Jetzt abends auch am Strand ein riesen Feuerwerk und das ist schön. Ja, also wir hatten mal ein Jahr, genau weiß ich das nicht mehr, wo wir hier waren. Da war ein Tag vor Songkran, war hier Tsunami-Warnung in Kamala. Und abends haben wir uns so gefreut auf die Veranstaltung und das schöne Feuerwerk.
leider mussten wir dann 4 Stunden auf dem Dach verbringen. Okay. Da haben sie, bis das Wetter die Entwarnung war, es war nichts. Also es war ja, ein paar Zentimeter und da ist das Ganze fest ausgefallen. Mhm. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, für uns ist es gut, aber für die Einheimischen, für die Thais ist es natürlich eine Katastrophe. Das ist wie bei uns Himmelfahrt oder irgend sowas ja. Oder ein Volksfest. Wobei die Katastrophe, die hier mit dem Tsunami stattgefunden hat, die möchte hier keiner mehr haben. Nein. Also lieber mal so ein Fest ausfallen lassen und die Sicherheit im Vordergrund, und als wenn dann nochmal sowas passiert. Das war ganz schnell hier, da war das geräumt. Mhm. Circa hier beim Pool war ca. 10 cm das Wasser hoch, die Welle war weit weg. Mhm. Das war schon, auf alle Fälle hat man gemerkt, dass sie gelernt haben und dass sie organisiert haben, dass die Leute, Teil haben sie weggefahren, die hier vorne in die Häuser gewohnt haben und die hinteren Häuser, wo wir wohnen, die mussten aufs Dach die Zeit, bis eben die Entfernung mit. Einmal reicht so eine Katastrophe auch, das braucht man kein zweites Mal. Und das ist, haben wir auch schon erlebt, das sind eben Sachen, die gehören den Menschen dazu und dann fühlt man sich auch wohl, wenn das alles sicher ist. Aber ihr seht, Helmut und Ilona, die heute die Kamerafrau ist, und dafür ganz, ganz lieben Dank. Ihr fühlt euch wohl hier, ihr habt eine gute Zeit und langweilig wird es euch nicht. Einmal beim Thomas in der Kokosnuss, was ich immer wieder nur empfehlen kann, schaut da mal vorbei. Und wenn es am Montag ist zum Schnitzelbuffet, richtig lecker. Ich bin auch ab und zu mal am Start, weil Schnitzel, ja, ich esse Schnitzel ganz gern kalt und der Thomas ist ein netter Kerl, das weißt du. Und ich gehe dahin, nehme mir mal so 3, 4, 5 Schnitzel mit nach Hause, lass die kalt werden und esse die am nächsten Tag. Ist mir 1000-mal lieber, sind auf jeden Fall super, super lecker. Gibt es als Schwein und als Hühnerschnitzel, aber genug Werbung für den Thomas gemacht. Ich glaube, ihr kennt ihn alle und nimmt euch da ja auch immer mit auf tolle Ausflüge. Ach, und wie du gerade sagst, beim Song Gran. Also. Schöne Ausflüge haben wir mit ihm gemacht, mit seinen ganzen Angestellten, Abschlussfeier Ende April. Okay. Und das macht ja mehr Spaß, als wenn ich auf ein Boot gehe, wo 50 Mann sind. Wir sind mit 10 Mann, 12 Mann. Das ist, und man kann sagen, jetzt hier Schluss, wir fahren zur nächsten Stelle. Genau. Oder genau. Die Insel. Und das ist schöner, wenn man solche kleinen Touren macht, also mit weniger Personen. Und das organisiert Thomas gut, also finde ich jedenfalls. Und das haben wir schon seit von Anfang an gemacht. Also, ich muss mir keine Sorgen machen, ihr werdet hier eine super schöne Zeit verleben. Ja. Drückt die Daumen, dass Song Gran dieses Mal nicht, beziehungsweise wird ins Wasser fallen, hoffen wir doch, dass es ein gutes Wasserfest wird. Und euch auf jeden Fall noch einen schönen Urlaub. Danke für das nette Gespräch und dann irgendwann wieder eine gute Heimreise und bis zum nächsten Mal hier in Phuket in Kamala. So, und jetzt haben wir die ganze Zeit von der Ilona gesprochen. Dann wollen wir die Ilona natürlich auch nochmal fragen, wie es ihr hier gefällt. Servus, Ilona. Ja, hallo. Ja, mir gefällt es hier sehr gut. Sonst wäre ich nicht, wie mein Mann schon gesagt hat, 10-mal hier. Mit Pause, Corona natürlich. Ja, was soll man sagen? Wetter schön, Wasser ganz warm. Die Temperaturen haben wir uns dran gewöhnt. Wir lieben das, ich besonders. Ich habe keine Probleme mit dieser feuchtwarmen Luft. Weil du sagst, Wasser schön warm. Ich schwimme hier manchmal im Pool nachmittags, also wie ich das erstmal gemacht habe. Das hat mit Erfrischung aber nichts mehr zu tun. Schon fast zu warm, oder? Das stimmt, aber ich bin kaum im Pool. Ich bin nur im Meer. Und natürlich, wenn man dann vom Meer im Pool geht, dann denkt man, wie in Deutschland zu Hause, gerade Wasser eingelassen in der Badewanne. So warm ist es. Also deswegen bin ich fast, ich bin ein Meer-Fan und ich brauche das Meer. Du hast gerade für uns freundlicherweise die Kameraführung gemacht und hast natürlich mitbekommen, was der Helmut so erzählt hat. Ist das alles so? Empfindest du es genauso? Also so die Zeit hier, die ihr jetzt bisher immer so verbracht habt, eben auch beim Thomas und alles drum und dran, Kamala, kannst du das alles unterschreiben? Ja, mit Sicherheit. Ganz besonders hatten wir wunderbare Zeiten mit Thomas. Thomas, das ist eben das Phänomen. Wir sind Deutsche und wer jetzt, sage ich mal, hierher kommen will, nicht so gut Englisch kann und sprachenbegabt ist, hilft einem Thomas weiter. Er ist im Internet zu finden, er macht auch über YouTube Filme und da kann man sich vorher erkundigen. Man sollte das unbedingt hierher gehen, wenn man, sage ich mal, was erleben will. Das ist also wirklich zu empfehlen. Und was vielleicht mein Mann so ein bisschen noch nicht gesagt hat, also wir sind 2011 das erste Mal hier gewesen und natürlich war das hier noch etwas anders. Es war billiger und es war auch viel ruhiger noch wie jetzt.
denn es war vieles im Nachgang, wurde hier gebaut, sind große Hotels entstanden, mehr Leute da. Der Strand, der war noch nicht so voller Leute, voller Menschen, aber nichtsdestotrotz, es ist hier sehr schön. Da muss ich allerdings sagen, Ilona, da seid ihr aber wirklich jetzt zum absolut richtigen Zeitpunkt gekommen, denn wenn ihr hier vor 14 Tagen gewesen wärt, da wärst du wahrscheinlich dann wieder abgeflogen, denn das, was wir jetzt hier vorfinden, gerade in Kamala, hier in Kamala Beach, ist 10% von 100, was wir noch vor 14 Tagen hatten, also oder vielleicht vor einer Woche. Der Strand war so voll, du hast keine Liege bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass man eine Liege unbedingt benötigt, aber nur, dass du dir mal das Volumen vorstellen kannst, war voll ohne Ende. Hier im Hotel war es voll ohne Ende. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, es ist mehr geworden, was ich dir natürlich glaube, seit 2011 ist ja auch einige Zeit ins Land gegangen, aber dann habt ihr genau den richtigen Zeitpunkt, glaube ich, jetzt erwischt. Sicher. Wir schauen ja immer vorher YouTube, also wir haben deinen Kanal geschaut, wir haben beim Thomas reingeschaut, wir haben die vollen Strände gesehen. Und mein Mann wollte schon fast einen Rückzieher machen und hat gesagt, oh, das ist für uns nichts mehr, das ist zu viel Action, zu viele Leute. Und sind jetzt eben gerade deswegen angenehm überrascht, dass es fast so ist wie 2019. Das Glück des Tüchtigen gehabt, sozusagen. Ja, ja. Genau. Wir haben uns gerade noch nebenbei, beziehungsweise bevor wir das Video gemacht haben, haben wir uns mal drüber unterhalten. Phuket Town wollte vielleicht mal besuchen. Also wie gesagt, ich möchte es auch im Video vielleicht nochmal ansprechen für all diejenigen, die auch öfter hier schon mal in Kamala waren und noch nicht am Sonntagsmarkt nennt er sich oder Nachtmarkt, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, auf jeden Fall in Phuket Town, der alte Markt, ein absoluter Traum, da müsst ihr unbedingt mal hingehen, das müsst ihr euch anschauen, also das ist ein absolutes Highlight. Ja, das werden wir machen. Bis jetzt haben wir das immer mehr in Phuket, in Patong gemacht. Da ist ja dann auch diese Partymeile dort, aber Phuket Town haben wir nur am Tage kennengelernt und noch nicht diesen Markt. Und da sind wir sehr gespannt darauf, werden es jetzt demnächst in Angriff nehmen. Zuletzt wollte ich dich noch fragen bezüglich Songkran, dem Wasserfest. Bist du da auch so begeistert wie dein Mann? Ja, nicht ganz so. Dachte ich, ja. Ja, nicht wenn ganz da mit Wasser so gespritzt wird. Ich mache das meinem Mann zuliebe. Aber sage ich mal so, wir waren ja mehrere Jahre, haben wir unseren Enkel mitgenommen. Und da haben wir nicht nur den Thomas, natürlich auch andere nette, wir waren ja auch in anderen Gaststätten und wir haben da auch nette gastwirtfreundliche Leute kennengelernt. Und unter anderem das Restaurant Popeye. Dort werden wir immer, die freuen sich total, zum Songkran eingeladen. Und ich gehe halt meinem Mann zuliebe mit und dann geht die Wasserschlacht los. Wobei dieses Popeye ja richtig gutes Essen, richtig gute Teigküche. Ja, es ist sehr gut. Und deswegen, weil wir jetzt uns zwei Jahre nicht gesehen haben, hat sie gestern extra für uns Grillparty und hat ihre Freunde, die immer zu ihr kommen, eingeladen. Also, ich muss mir keine Sorgen machen, ihr werdet hier eine super schöne Zeit verleben. Drückt die Daumen, dass Songkran dieses Mal nicht, beziehungsweise ja, wird ins Wasser fallen, hoffen wir doch, ne, dass es ein gutes Wasserfest wird. Und euch auf jeden Fall noch einen schönen Urlaub. Danke für das nette Gespräch und dann irgendwann wieder eine gute Heimreise und bis zum nächsten Mal hier in Phuket in Kamala. Danke, ich kann mich melden. Prima, alles Gute. Servus. Servus. Und euch danke fürs Reinschauen. Liebe Grüße nach Deutschland, nach Franken und vor allem nach Nürnberg. Bis zum nächsten Video. Servus, ciao. Bye, bye.